Ich begrüße Sie sehr herzlich und es freut mich total, dass so viele Leute da sind und sich auch an so einem schönen letzten Sommerabend für das, was hinter der Berichterstattung steht, interessieren. Das ist ganz toll. Und auch vielen Dank an das Westlich, dass wir das gemeinsam jetzt wieder machen können zum zweiten Mal. Ich darf mal vorstellen, Petra Ramsauer, wo ich mich sehr freue. Sie waren letztes Jahr auch das erste Mal dabei und haben einfach so viel Input gegeben, der spannend war, dass wir Sie gerne wieder dabei haben wollten. Sie sind selbst Krisenreporterin, ich glaube eine der umtriebigsten in Österreich überhaupt. Sie arbeiten auch für die NZZ, Zeit, Profil, Haaretz etc. international in österreichischen Medien und sind sehr viel in aktuellen Krisengebieten unterwegs. Professor Jürgen Grimm von der Universität Wien, Kommunikationswissenschaftler und spezialisiert auf Kriegsberichterstattung. Sie waren selbst dieses Frühjahr für einige Wochen in der Ukraine und können darüber recht viel berichten und auch aus dem Forschungsgebiet. Dann zu meiner Rechten Michael Leckl, selbst Fotograf und ehemaliger Leiter der Bildredaktionen, zuerst in Österreich von Reuters und dann in Deutschland. Und Robert Reichler, Leiter der Außenpolitik Profil. Es gibt auch dann vorne am Ausgang die Profil-Schwerpunktausgabe eigentlich zu genau dem Thema heute, also welche Bilder wir vom Krieg nicht sehen wollen und was auch dahinter steckt. Zur Einstimmung würden wir Ihnen gerne ein sehr kurzes Dokumentationsvideo zeigen. Das dauert 8 Minuten, ist von einem jungen Fotografen, der Ruben Salvadori, ein Italiener, der selbst im Gaza war und eigentlich dann in seiner Arbeit als Fotograf bemerkt hat, was eigentlich dahinter steckt und wie viel das auslöst, was Fotografen uns für Bilder mitbringen. Und zur Einstimmung zeigen wir Ihnen jetzt einmal diesen 8-minütigen Clip und dann geht's los. Video, come avete visto, sono girati a Silwan, è un vicinato arabo, la zona di Gerusalemme Est. E qui ogni venerdì, puntualmente dopo le preghiere pomeridiane, ci sono delle rivolte da parte della popolazione palestinese contro le forze israeliane. E a volte ci sono situazioni molto tese e pericolose, come avete visto nella prima parte del video, la maggior parte delle volte però le rivolte sono semplicemente dei piccoli gruppi di giovani palestinesi, bambini col volto coperto, che arrivano, lasciano qualche pietra e si disperdono, arrivano lacrimogeno o tornano a casa se i soldati non si presentano. E qui, qualche mese fa, ho iniziato a raccogliere immagini di conflitto per un'agenzia israeliana. E quindi ogni venerdì mi sono recato sul posto con la mia maschera antigas, elmetto e macchina fotografica. E però dopo un po' mi sono accorto che quello che veramente mi interessava non erano tanto i palestinesi che lanciano la pietra o il soldato che spara il lacrimogeno o la granata, che sono stati visti e stravisti, ma un elemento che di solito non vediamo e spesso tolto dall'immagine, che è il fotografo. E quindi un po' per interesse personale, un po' per formazione professionale, ho studiato anche antropologia all'università,
ho iniziato ad osservare noi fotografi come gruppo, le dinamiche del gruppo e degli individui stessi. E ho cominciato a pormi domande sul nostro ruolo in queste situazioni, su come la nostra presenza possa influenzare gli eventi a cui partecipiamo e su come avviene il processo di creazione dell'immagine di conflitto. Questa foto è un esempio di quello che il mercato mediatico richiede da noi. È drammatica, c'è del fumo, ci sono elementi di fuoco, c'è questa posa di sfida, sguardo arrabbiato verso un probabile nemico. E questo è quello che dobbiamo creare se vogliamo vendere. E questo però porta anche molti fotogiornalisti a creare, a cercare questa drammaticità, anche quando la situazione manca di drammaticità. E questo progetto quindi è un intento di giocare con la creazione e la distruzione della drammaticità, e rompendo il tabù del fotografo invisibile e includendolo nell'immagine, mostrando quindi come la massiccia presenza dei media porta il conflitto a diventare una sorta di show, in cui il fotografo è un attore e dà il suo ruolo. Questi sono dei soldati israeliani in azione durante le rivolte. Ancora creazione e distruzione della drammaticità, includendo il fotografo, mostra una situazione che sfiora l'ironicità. Ancora, situazione un ragazzo palestinese che lancia con la fionda contro i soldati italiani, si protegge dietro un cassonetto e includiamo il fotografo. Questi sono dei ragazzi israeliani palestinesi che hanno creato un blocco sulla strada con dei materiali infiammabili, e questo offre anche degli effetti speciali stile Hollywood molto belli per gli obiettivi. Da notare che i macchinari del genere hanno la loro influenza sui soggetti che li traggono e non passano inosservati. Basta che pensiate a un semplice esempio di scala ridotta: se prendete una piccolissima macchina fotografica in col telefono, la puntate verso qualcuno, cosa fanno? Se ne resta di fermo, molto probabilmente vi sorriderà, farà qualcosa. Ora immaginate il tutto ingrandito con un gruppo di fotografi che vi arrivano con elmetti, maschere antigas, minimo due macchine fotografiche molto grandi a testa, e vengono lì per fotografare quello che fate voi. Non ve ne state di fermeggiare i pollici, qualcosa sicuramente dovete fare. Questa è un'altra scena che ci piace molto nei fotografi e nei media, perché molto racchiude simbolicamente tutto il concetto del conflitto, che è quando qualcuno brucia una bandiera per mandare un messaggio, e il modo migliore di farlo è davanti a un obiettivo. Infatti davanti a loro non ci sono soldati, ma ci sono io. Fotografo e manifestante all'opera. Questi sono dei fotogiornalisti che salutano l'arrivo sul campo. E ho cercato di studiare appunto le dinamiche di questo gruppo, che mi ha molto incuriosito, perché sono arrivato, avevo il privilegio di essere sia un interno al gruppo in quanto fotografo e sia un esterno in quanto nuovo fotografo, e ho potuto osservare quindi le dinamiche di questo gruppo in cui si creano vere e proprie gerarchie e ci sono dei pattern che si ripetono. Sono molto interessanti a livello umano capire bene come noi fotografi funzioniamo in queste situazioni. Questo è un soldato israeliano che cerca di allontanare i fotografi dalla scena per non intralciare. E questo fotogiornalista sta tenendo una cipolla davanti al naso perché elimina gli effetti dei lacrimogeni. Si respira. Gli si è rotta la maschera antigas. Il fotografo esausto prende una pausa su un divano che ha trovato su un tetto. Qui ancora creazione della drammaticità e tensione nell'immagine con un soldato che non fa altro che guardare la scena, che comunque, sì, ripeto, è molte volte ironica. E concludo con questa immagine della serie che secondo me racchiude un po' tutto il concetto di questo progetto. E qui vediamo un fotografo, un fotogiornalista palestinese, musulmano, che prima delle rivolte raggiunge, prende parte nelle preghiere pomeridiane, mette da parte la macchina fotografica e la maschera antigas. Questo per dire che dietro le nostre macchine ci sono comunque persone che non sono invisibili, che prendono parte agli eventi che fotografano e che hanno il loro ruolo nel conflitto. E con questo progetto ho due obiettivi. Il primo è quello di dargli visibilità e creare una sorta di sensibilizzazione del pubblico che deve cercare di attuare un'analisi critica, una lettura critica delle immagini che gli vengono, diciamo, rifilate ogni giorno per capire come vengono prodotte. E anche per alcuni fotografi cercare di pensare di più a
alle implicazioni che la nostra presenza ha su queste istituzioni. E il secondo progetto, il secondo obiettivo è quello di ampliare questo progetto e di vedere se la situazione è simile anche in altre zone di conflitto come Pakistan, Afghanistan o altri paesi arabi in cui ci sono state, ci saranno rivoluzioni. E spero vi sia interessato, grazie a te. Würde ich gerne gleich direkt anknüpfen an das, was wir jetzt gesehen haben. Also wir haben jetzt einfach ein bisschen hinter die Kulissen geblickt, wie die Arbeit von Journalisten, von Kriegsreportern, von Kriegsfotografen wirklich im Krisengebiet läuft. Jetzt gleich an Herrn Dreichel. Jetzt haben Sie sich sehr viel beschäftigt eben mit dieser Sonderausgabe zum Profil, wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Fotos gesichtet, ausgewählt, beurteilt, bewertet. Wo beginnt denn für Sie die Inszenierung? Was wir gerade gesehen haben, dieser kleine Ausschnitt der Intifada, so nennt man das, ist bestimmt ein Spezialfall. Die Intifada, dieser Teil der Intifada, ist für sich selbst genommen bereits eine Inszenierung. Das, was die machen, machen sie, um gezeigt zu werden. Das sind inszenierte Straßenkämpfe, wo irgendein Stück Straße, und meistens ist es immer dasselbe Stück Straße, am Stadtrand von Ramallah, irgendwo in der Mitte eine Blockade errichtet wird mit umgeworfenen Autos, Wracks, Steinen, Mülltonnen, die werden in Brand gesteckt und dann stehen die jungen palästinensischen Männer, Unverheiratete, die nehmen das Risiko auf sich und warten, dass die Israelis kommen in gepanzerten Fahrzeugen und dann machen die eine Straßenschlacht. Da geht es nicht darum, dass die einen die anderen besiegen wollen oder ein Stück Straße erobern wollen. Die machen eine Straßenschlacht und nach einiger Zeit gehen sie wieder nach Hause. Machen die jetzt auch zum Beispiel, wenn keine Fotografen da sind, oder geht es auch darum, wie er sagt, dass es eine wechselhafte Beziehung ist? Sobald Fotografen da sind, wird auch etwas in Aktion gesetzt? Ich vermute mal, dass je mehr Fotografen da sind und je deutlicher klar ist, dass das fotografiert, gefilmt wird und je wichtiger die Medien sind, man merkt das, man sieht CNN ist da, BBC ist da, dann werden die das zumindest intensiver gestalten von beiden Seiten. Das heißt aber nicht, dass das Ganze ungefährlich wäre für die Teilnehmer. Dieser Journalist, der dieses Projekt gemacht hat, der sprach von Tränengas, da wird zumindest auch mit Rubber Bullets, mit Gummigeschossen geschossen. Ich war da selbst ein paar Mal dabei, das sind üble Verletzungen, die davontragen. Das heißt, es ist inszeniert, die Fotografen fotografieren das, was stattfindet. Es ist ein Spezialfall, es ist nicht wie in anderen Konflikten oder in einem Krieg, wo es tatsächlich um bestimmte Eroberungen oder dergleichen geht. Herr Leckl, Sie nicken die ganze Zeit sehr wissend, darf ich Ihnen mal das Mikrofon übergeben? Ja, das ist völlig richtig. Diese Sachen sind an sich eine Inszenierung. Wie ich in Israel war, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, da hatten wir das auch wirklich wie das Amen im Gebet. Jeden Freitag treffen sich die. Die Medien wissen das natürlich auch. Manchmal geht wirklich heiß her, wie man am Anfang dieses Films gesehen hat. Und manchmal ist wirklich gar nichts. Und die Leute inszenieren sich dann aufgrund dessen, dass eine Kamera da ist. Ein seriöser Fotograf, sag ich jetzt mal, der geht dann auch nach Hause und sagt, Leute, es war nichts und muss sich nichts posen oder stellen lassen. Also bereut das jedenfalls, wenn ihr das so gehandhabt. Aber es ist auch gefährlich, auch für die Fotografen. Also das sieht zwar ein bisschen komisch aus, dass jetzt diese Jungs nur ein Tuch um den Kopf haben und die Fotografen haben einen Helm und so weiter, nur die Fotografen machen da Risikominimierung sinnvollerweise. Und die wissen, dass das wirklich gefährlich ist. Die palästinensischen Jungs nehmen das Risiko bewusst auf sich. Das sind auch die Märtyrer-Opferbilder, die sie dann verbreiten. Und das gehört alles zu dieser Inszenierung dazu. Dass die Fotografen sich da schützen, ist sinnvoll und gescheit. Ja, genau bei so einem Vorfall, die Bilder müssen da irgendwo sein. Er hat heuer, glaube ich, gewonnen, die Spot News Series. Goran Tomasevic ist genau bei so einem Vorfall von seiner Rubber Bullet sehr schwer verletzt worden. Sie können es eigentlich. Ja. Frau Ramsau, jetzt wollte ich Sie auch fragen. Also Sie sind ja
eben sehr aktiv, sehr viel unterwegs in diversen Krisengebieten, vor allem im Nahen Osten. Die Bilder, die Sie dann wahrnehmen, die zum Beispiel in Österreich dann in den Medien publiziert werden, die im Fernsehen gezeigt werden, präsentiert das das, wie Sie das dann auch vor Ort erleben, oder sind das sehr subjektive Ausschnitte einer kleinen Szene? Grosso modo haben Sie natürlich recht, es sind immer sehr, sehr kleine Ausschnitte. Also ich war jetzt in Gaza während des Konfliktes und ich kam ein bisschen spät, also da war der Konflikt schon 2 Wochen in Gange und man sah sehr, sehr großes Ausmaß an Zerstörung in den bei uns veröffentlichten Fotos. Ich war kurz zuvor in Aleppo, im Osten Aleppos, wo tatsächlich alles zerstört war und wo das zusammengepasst hat. Also ich will damit sagen, das ist nicht immer Inszenierung. In Gaza selbst war ich überrascht über das gigantische Ausmaß der Zerstörung in manchen Bereichen, aber auch wie viel des Gazastreifens auch noch intakt war. Natürlich frage ich mich aber, wo ist jetzt die journalistische Notwendigkeit, einen Straßenzug herzuzeigen, der noch intakt ist? Das ist ein Foto, das nichts erzählt. Und ich glaube, Fotos werden dazu benutzt, um die Geschichte zu erzählen. Und ich halte das nicht für illegitim, das jetzt so darzustellen, aber natürlich ist das eher das Protobeispiel eines Konfliktes, das eben der Robert hat gesagt, es ist oft eine bestimmte Straße in lang andauernden Konflikten, die immer wieder gezeigt wird. Es ist ein bestimmtes Stadtviertel, das immer wieder gezeigt wird. Ganz massiv war das zum Beispiel auch im Konflikt in Libyen, Bombardement von Misrata. Da ging es um die Tripoli-Straße, die ist tatsächlich bis zum heutigen Tag zerstört, aber ganze Teile der Stadt waren noch intakt. Aber das ist ja auch nichts, was man jemandem wünschen möchte. Und wenn wir Zerstörung zeigen, heißt das für uns Journalisten, wir sehen es vielleicht auch mit anderen Augen, wir wissen, hey, da ist noch was intakt und schreiben es nicht dazu. Aber natürlich, es ist Krieg. Warum schreibt man es dann zum Beispiel nicht dazu? Weil ich es vielleicht für selbstverständlich halte, weil ich es so häufig gesehen habe. Vielleicht ist hier der nötige Reflex nicht vorhanden, zu sagen, das ist jetzt ein Straßenzug, der total zerstört ist, aber es gibt auch noch Straßenzüge, die intakt sind. Das ist vielleicht redundant und man meint, es sei nicht interessant. Aber bei aller Selbstkritik, ich habe noch kein Krisengebiet gesehen, wo es tatsächlich übertrieben wurde. Herr Professor Grimitz, würde ich Sie da gerne auch reinholen in die Debatte. Sie forschen schon seit Jahrzehnten über Kriegsberichterstattung. Sehen Sie jetzt über die Krisen der letzten Jahre, Jahrzehnte, wie sich Konflikte verändern und wie sich die Bildsprache auch verändert oder die Bildauswahl? Also zunächst mal, was sich nicht verändert, ist, dass diese Bilder inszeniert werden, und zwar von verschiedenen Akteuren, von den Kombattanten selber, die natürlich in der Regel auch Kommunikationsziele haben, sei es, dass sie den Gegner schwächen wollen, also dämonisieren zum Beispiel, oder dass sie eine bestimmte Tat anklagen wollen, die natürlich dann auch wieder die eigenen Kampfesmotivationen stärken soll. Natürlich dann auch von Seiten des Fotografs, der eine bestimmte Szene wählt und andere weglässt. Nicht zu vergessen dann die Redaktion, die das in einer gewissen Weise kombinieren und dann zu einer Message oder zu einer Geschichte machen. Wir haben also zunächst mal einfach festzustellen, dass eigentlich von unendlich vielen Menschen unendlich viel inszeniert wird. Deswegen ist für mich aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht die Unterscheidung zwischen, ich sag mal, wahrer Realität und Inszenierung gar nicht klar zu ziehen, sondern wir müssen unterscheiden zwischen kommunikationsethisch akzeptablen Inszenierungen und solchen, die nicht akzeptabel sind. Was wäre denn eine akzeptable Inszenierung? Na, wir müssen nach dem kommunikativen Zweck fragen. Also wenn Sie zum Beispiel an den Golfkrieg 1991 denken, da gab es ja noch mehr oder weniger ein Berichtsmonopol von CNN in Bagdad, und man hat also dann die einfliegenden Bomber gesehen, die Cruise Missiles, und das Ganze war eigentlich wie eine Inszenierung, wie ein Videogame oder wie an Weihnachten gewissermaßen ein Feuerwerk. Opfer hat man nicht beobachtet. Es hat dann nach längerer Zeit eine Bombe gegeben, die in einen Bunker rein ist, wo auch sehr viele Zivilisten gestorben sind. Das war das erste Opferbild nach mehreren Wochen. Also die Inszenierung Nummer 1 war septischer, antiseptischer Krieg ohne Opfer. Das Ganze ist sozusagen eine klinische Operation, würde ich sagen, ist etwas, was natürlich den Krieg verharmlost.
Und auf der anderen Seite hatten wir dann den Moment, wo die Opfer deutlich in Erscheinung traten. Und da muss man natürlich auch unterscheiden, werden diese Opfer jetzt als Argument verwendet, um eben die Schrecknisse deutlich zu machen, um vielleicht auch eine gewisse Antikriegshaltung zu befördern. Oder ist es auch wiederum nur eine Inszenierung, die nächste Stufe der Gewalteskalation befürworten soll? Also denken Sie jetzt im Zusammenhang mit dem Abschuss in der Ukraine, die Zivilisten waren natürlich total unschuldige Opfer. Sie haben dann Bilder gesehen, zumindest nicht jetzt von Leichen, nicht in den Mainstream-Medien, im Internet wird es ja alles gezeigt. Sie haben dann Spielzeug gesehen von Kindern, irgendwelche Überbleibsel. Und natürlich war dann eine gewisse Zuordnung oder eine Frage im Raum, wer hat das verursacht? Also wird dann in dem Moment ein Kommunikationszweck verbunden mit dieser Bildinszenierung. Also ich sehe mich außerstande als Kommunikationswissenschaftler zu unterscheiden zwischen Realität und Inszenierung. Ich kann nur zwischen der Qualität von Inszenierung unterscheiden. Wir können noch, also es werden auch ein paar Beispielfotos hergezeigt, wir können gleich an das anknüpfen, dass Sie die Ukraine-Fotos zum Beispiel diskutieren. Also es beginnt mit einem Foto, wo Sie gesagt haben, Irak. Das war jetzt ein Irak. Beispiel aus 1991, aus dem Golfkrieg. Sie werden sich vielleicht aus irgendwelchen Dokumentationen daran erinnern. Das hat sich ja dann 2003 teilweise wiederholt. Allerdings dann, wir hatten sehr viel mehr Kommunikatoren, Al Jazeera etc., die haben natürlich dann die Alternativinszenierung geboten mit den ganz vielen Opfern auf Seiten der Zivilisten. Und dann gab es gewissermaßen einen Kampf um die Opferbilder, um die richtige Inszenierung, und man muss dann im Grunde versuchen, als Beobachter oder als derjenige, der dann mit diesen Kommunikationen konfrontiert ist, sich ein Bild zu machen und die entsprechenden praktischen Konsequenzen zu. Also ich würde natürlich mir kommunikationsethisch immer wünschen, eine Kommunikation, die konfliktmoderierend wirkt und nicht eskaliert. Ich glaube, das ist die Antwort. Pluralismus ist wahrscheinlich die Lösung des Problems. Das, was Sie Inszenierung nennen, ist unsere Arbeit. Wir müssen Fotos aussuchen, der Fotograf muss irgendeinen Ausschnitt wählen, man muss irgendeinen Text dazu schreiben, es braucht eine Bildunterschrift etc. Und wenn es viele Medien gibt, die über denselben Konflikt berichten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das irgendwo vernünftig einpendelt, am allergrößten. Und wenn nur Peter Allnett in Bagdad sitzt, dann ist es natürlich schlecht. Ja. Herr Leckl, wie haben Sie denn zum Beispiel über die Jahre bei Reuters auch die Unterschiede zwischen den Konflikten erlebt? Also jetzt, wenn wir Irakkrieg anschauen, wo ist denn da die Unterscheidung zum Beispiel zu den heutigen Konflikten Gaza? Was für Bilder wurden damals auch eingespielt? Wie sehr hat sich das verändert? Man war damals viel mehr abhängig von Fremdmaterial als heute. In Gaza selbst jetzt zum Beispiel, ja, da sind locker 10, 12 Fotografen, die für uns arbeiten. Vor 20 Jahren war man auf Handouts angewiesen, die alle Medien bekommen haben, wo man natürlich über die Authentizität nicht wirklich urteilen konnte. Entweder man hat es ausgegeben oder hat es nicht ausgegeben. Reuters hat das dann eben so behandelt, dass man gesagt hat, okay, dieses Bildmaterial kommt von einer Third Party, und wir stellen es einfach zur Verfügung und haben nichts daran verändert. Das war die einzige Möglichkeit halt. Ja. Heute würden wir sowas nur in Ausnahmefällen machen und eher auf das Material unserer eigenen Leute zurückgreifen. Das ist kein großer Unterschied. Du wolltest auch noch sagen? Das ist jetzt vielleicht technisch ein bisschen schwierig, weil ich auf mein Foto anspiele, das ich mitgebracht habe. Aber der Gaza-Konflikt war für mich der jetzige schon etwas ganz was Neues. Weil zum ersten Mal war die Bildsprache auch Teil des Krieges. Und das Bild, das ich hier zeige, ist für mich, das habe ich aus dem Internet runtergeladen, das kann ich nicht zuordnen, die Quelle. Habe nicht ich selbst gemacht, aber das ist für mich das Paradefoto des Sieges des Gaza-Krieges, weil es ging um Fotos von Kindern. Und zum ersten Mal aus meiner Sicht hat sich die israelische Armee oder vielmehr die israelische Regierung versucht abzugrenzen von der palästinensischen Führung, indem man gesagt hat, wir zeigen keine Opfer, wir sind die Guten. Und die palästinensische Führung wiederum hat sehr dezidiert auf Fotos von Kindern gesetzt. Hier gab es plötzlich
über die Bildsprache, über die veröffentlichten Bilder des Krieges auch einen Teil des Konflikts des Krieges. Und was mich sehr überrascht hat, was ich beim Al-Shifa-Hot Krankenhaus war, das war das wichtigste Krankenhaus, wo auch die Opfer betreut wurden und viele der Fotos der Kinder herkamen, fand ich dort bereits ein PR-Zelt mit den besten Fotos der Kinder. Also da gab es mitten im Krieg schon Führungen durch die Darstellung des Krieges. Aber das war quasi ein Angebot für Journalisten, die vor Ort sind, dass sie sich dort Bilder aussuchen können? Oder? Nein, das war so eine Ausstellung wie hier hat das ausgesehen. Also da konnte man sich bereits mitten im Krieg die besten eben veröffentlichten Bilder der Kinder ansehen. Und darum fand ich dann, das ist jetzt kein brutales Foto, aber Sie sehen, das war dann am Tag nach dem fast haltbaren Waffenstillstand, empfand ich die Inszenierung der Kinder in der Zerstörung eigentlich als der eigentliche Sieg der Palästinenser. Trotz der klugen und auch für mich ethisch-moralisch nachvollziehbaren Haltung der israelischen Führung zu sagen, nein, wir zeigen keine Opfer. Und ich kann mich an keinen Konflikt erinnern, wo beide Konfliktparteien so unterschiedlich mit den Fotos der Toten und der Opfer umgegangen sind und dies auch nachhaltig zur politischen Bewertung des Konfliktes geführt hat. Weil zum Beispiel das Ausmaß in diesem Gaza-Konflikt, wie häufig Kinder auf den Fotos vorkamen, war das mehr als bei anderen? Wie war das für Ihr Eindruck? Also die Inszenierung, der kann man nicht ausweichen. Sie hat aber immer eine kognitive und eine emotionale Seite. Kinder sind extrem emotionalisierend. Und wenn Sie Kinder in der Opferposition zeigen, können Sie Menschen nicht nur empathisch berühren, Sie können sie zur Empörung bringen. Also das sind eigentlich Kommunikationsmittel oder Inszenierungen, wenn Sie so wollen, die eigentlich dazu verwendet werden, denjenigen, der Täter ist, also der die Kinder zu den Opfern gemacht haben, als Täter anzuklagen. Gewissermaßen ist es eine Feindbildkonstruktion, die dann dahinter steht. Und insofern ist es ja hier interessant, dass dieses Bild der wehrlosen Kinder, die wir ja eindeutig hier auch in der Opferrolle sind, verbunden wird mit einem Victory-Zeichen. Das war quasi der Sieg der Kinder. Nicht nur der Kinder, sondern derjenigen, die die Kinder auch als Kommunikationsmittel einsetzen, also der Palästinenser in dem Falle. Also wir nennen das Robespierre-Effekt. Robespierre war ja in der Französischen Revolution oder vor ihr eher dem verarmten Adel angehörig, also der Unterschicht, muss man schon sagen. Anschließend ist er dann durch die Revolution an die Macht gekommen und hat sich durch das vorher erlittene Unrecht und die Kritik an der alten Gesellschaft moralisch legitimiert gesehen, jetzt sehr aggressiv und gewaltsam gegen die Vertreter dieses alten Regimes vorzugehen. Man ist gewissermaßen moralisch enthemmt, weil man sich berechtigt moralisch empört hatte und wird dann auch bereit sein, gegen Gegner oder diejenigen, die dann als Verursacher dieses Leids angesehen werden, vorzugehen. Und das ist etwas, was in der Kriegsberichterstattung immer wieder zu beobachten ist. Also im Ersten Weltkrieg war es die Gräuelpropaganda. Im Gaza-Konflikt hatte das natürlich einen sehr einfachen Hintergrund, warum Kinder so eine große Rolle spielen. Israel hat gesagt, das ist eine Operation, die sich gegen Terroristen richtet, gegen Hamas-Terroristen, die Israel mit Raketen beschießen. Jetzt kann man, wenn man Bilder von erwachsenen Toten zeigt, ist die Frage, war das jetzt ein Hamas-Terrorist, der aus israelischer Sicht zu Recht getötet wurde, weil er Raketen schießt, oder war das ein Zivilist, der damit überhaupt nichts zu tun hat, ist nicht zu klären. Wenn das Kinder sind, dann ist die Frage geklärt. Insofern haben Fotos von Kindern, von getöteten Kindern, selbstverständlich eine große Rolle gespielt, weil das war quasi der Beweis dafür, dass es viele Opfer erwischt, die damit nichts zu tun haben können. Ein kleiner Einwurf auch von mir, also rein demografisch ist ja Gaza eine Sondersituation, weil einfach überproportional viele Kinder sind. Es sind einfach in der Bevölkerung 60% einfach unter 14 Jahren. Das heißt, es ist natürlich sind deswegen auch mehr Kinder unter den Opfern. Auf der anderen Seite stellt sich auch für uns in der Redaktion immer die Frage, zeigt man diese Fotos dann her von Kindern oder lässt man sich da auch ein auf diese doch andere emotionale Wirkung und gleichzeitig ist es ja auch ein Faktum, dass es Kinder getroffen hat. Also wie habt ihr das im Profil dann gelöst, jetzt auch bei der Ausgabe? Also wir haben auf diesem Cover, der Titel ist, was wir vom Krieg nicht sehen wollen, man sieht ein schreckliches Bild von Kindern, die bei einem Raketenangriff verschüttet wurden. Wir haben uns entschieden, das Foto zu zeigen, weil wir wussten,
dass diese Kinder überlebt haben. Also das kann man hier jetzt am Foto nicht erkennen, aber wir wussten es. Das Foto hat auch die, also ein Foto aus dieser Serie, ein ganz ähnliches, hat auch die New York Times gezeigt. Wenn der Krieg so aussieht und diese Folgen hat, finde ich es legitim und auch bis zu einem gewissen Grad notwendig, das zu zeigen. Es gab ja in der Kinderfrage noch einen weiteren Aspekt, den wir nicht besprochen haben. Die israelische Führung hat ja den Palästinensern vorgeworfen, Kinder als Schutzschilder zu missbrauchen. Und da gab es dann eine weitere Dimension beim Herzeigen der Fotos der Kinder. Waren das jetzt Kinder, die bewusst hingebracht wurden, beziehungsweise wurden Raketenpositionen bewusst in Schulen positioniert? Und da fände ich persönlich, ohne dass ich jetzt Fotos ausgewählt habe, auch zu meinen Geschichten, es wieder legitim, die Kinder zu zeigen, weil man von zwei Seiten auf dieses Bild sehen kann und nicht aufgrund des Diskurses, der gelaufen ist, automatisch auf der Opferseite steht, sondern auch auf der Schuldigen. Also Kinder an sich wurden instrumentalisiert in diesem Konflikt. Und darum ist es legitim, sie zu zeigen, meine ich. Herr Leckl, darf ich mal Ihre Fotoauswahl auch zeigen, weil da geht es auch um Wir sind jetzt bei Gaza und Kinder. Ja. Das Foto von Totenhöfer würde jetzt passen. Ja. Ja, das ist der bekannte deutsche Journalist Jürgen Totenhöfer, der früher auch mal Abgeordneter der CDU war, ein ganz erklärter Gegner Israels, hat hier eben vor wenigen Wochen Gaza bereist und hat dieses Foto auf seiner Facebook-Seite gepostet. Ja. Es zeigt ihn selbst, wie man sieht, in sehr nachdenklicher Pose, in einem Trümmerhaufen von einem zerstörten Haus. Und er hat, weiß nicht, ob das hier gut sichtbar ist, also Kinderspielzeug ist rund um ihn drapiert. Und es war Kimali Pons. Beweisen kann man es ihm nicht. Ja. Aber diese Art der Inszenierung und sagen, okay, die Israelis sind die Kindermörder jetzt, ja, das ist für mich eine der ekelhaftesten Formen der Manipulation von Fotos. Das würde ich auch gerne nachher im Plenum diskutieren. Bitte. Also ich würde dem zustimmen, auch der Kritik. Grundsätzlich können Sie natürlich auch mit Kindern in der Opferrolle positive kommunikationspolitische Ziele erreichen. Also es muss nicht immer gewissermaßen eine Form des Missbrauchs darstellen. Also wir haben jetzt gerade vorbereitet für die Ukraine selber und haben das vorher auch in Moskau und in Israel durchgeführt, Bilder des Holocaust gezeigt, um zu testen, wie diese Schrecknisse dieser dunklen Periode der europäischen und Weltgeschichte sich auf die heutige Jugend auswirkt, welche Konsequenzen ethischer Art mit diesen Bildern verbunden sind. Und das Erstaunliche ist, da kommen natürlich auch Kinder drin vor, die im KZ dann entsprechend drangsaliert wurden, auch Leichenberge, also furchtbare Bilder, die aber so eingebettet sind in der Dokumentation, dass, und das ist dann belegt worden durch die Untersuchung, dadurch ein Humanisierungsgewinn stattgefunden hat. Es war also nicht so, dass man dann das Gefühl hatte, man müsste jetzt sofort wieder Krieg machen oder gar Kinder quälen, sondern im Gegenteil, man hat dann das Gefühl bekommen, das ist ein so krasser Zivilisationsbruch, der da geschehen ist, dass man eigentlich mit einer Antikriegseinstellung rausgegangen ist. Und das ist belegbar gewesen, nicht nur in Israel, wo man es eigentlich erwarten konnte, sondern auch in Österreich, wenn ich das sagen darf, und in Russland. Und wir sind jetzt sehr gespannt, wie dieser Effekt sich in der Ukraine zeigen wird, weil dort natürlich noch ganz andere Formen der Traumatisierung, der historischen Traumatisierung eine Rolle spielen. Überall sind Kinder in die Kommunikation eingebunden und man sollte sich davor hüten, hier gewissermaßen generalisierend drüber zu richten. Es kommt auf den Kontext an, ob ich damit einen zum Beispiel aufklärerischen Zweck erfülle. Das war beispielsweise auch vor dem Zweiten Weltkrieg nach den Schrecknissen des Ersten verschiedentlich versucht worden, mit Gräuelbildern dann eine Antikriegsstimmung auch zu erzeugen. Also Sie können, und das ist ein starkes Kommunikationsmittel, mit Opferbildern und speziell, wenn es um Kinder geht, ganz starke Effekte erzielen. Also die Konsequenz kann nur sein, dass man verantwortlich und sehr sorgsam damit umgehen muss. In dem Falle würde ich Ihnen recht geben, ist natürlich die Botschaft nicht gerechtfertigt durch das Kommunikationsmittel, das eingesetzt wird. Ich würde jetzt gerne dann
auch auf das Bild aus Vietnam übergehen, das Sie beide vorgeschlagen haben, dass wir darüber sprechen. Also das ist wahrscheinlich der Ausschnitt, den die meisten kennen, und Sie haben dann auch den größeren Ausschnitt dazu geschickt. Was ändert das jetzt für Sie in der Bildsprache, diese zwei verschiedenen Fokusse? Es zeigt genau das, was wir am Anfang in dem Video gesehen haben. Das Foto entstand 1972, wo die USA damals schon einen Großteil der Kriegsführung auf die südvietnamesische Armee übertragen hat. Das ist ein Dorf in der Nähe von Saigon, einen Kilometer von der damaligen Frontline entfernt. Die Leute, die man da sieht mit den Helmen und die ausschauen wie Soldaten, sind keine. Das sind alles Kriegsberichterstatter bzw. Fotografen. Es waren dort keine Ausländer. Und zur Unterstützung von dem Angriff hinter der Front hat man dann beschlossen, einen Napalm-Angriff zu fliegen, der dann irrtümlicherweise auf dieses Dorf niederging. Das war also eigentlich Friendly Fire, woraufhin die Bevölkerung dann aus dem Dorf geflohen ist. Das Foto ist von dem amerikanisch-vietnamesischen Fotografen Nick Wood, der das damals für die Associated Press fotografiert hat. Und der Ausschnitt, also das obere Bild, ist das, was zur Ikone wurde des Krieges. Ja. In Wahrheit, also ohne das jetzt das Leid in irgendeiner Form schmälern zu wollen, ja, dieses Mädchen war wirklich schwer verbrannt am Rücken, war die Situation hier nicht mehr so bedrohlich. Der Mann im unteren Foto auf der rechten Seite war der damalige Korrespondent des Time Magazines, und der ist damit beschäftigt, gerade den Film seiner Kamera zu wechseln, während das Mädchen ihm vorbeiläuft. Ich glaube, er hat sich nachher sehr lange sehr darüber geärgert. Und das in einem völlig anderen Kontext. So wie auch vorhin bei dem Video dieses jungen italienischen Kollegen. Wenn man die Medien einbezieht in die Bildkomposition, also drauflässt, ja, verliert das Bild total an der Message und an der Dramatik. Da kann man jetzt gern drüber diskutieren. Wie gesagt, das ist 1972 entstanden. Es hat dann 1972 damals den World Press gewonnen, im Jahr darauf auch den Pulitzerpreis. Nick Wood ist damit relativ berühmt geworden. Man sieht das heute, 2014, wahrscheinlich mit etwas anderen Augen. Ja. Beschneidung eines Fotos, Cropping, galt immer als völlig legitimes pressefotografisches Stilmittel. Also ich unterschreibe es auch heute noch. Ja. Nur könnte man jetzt wieder von vorne anfangen und die Legitimität dieses Ikonenbildes zu diskutieren. Meiner Meinung nach, aber das können wir gern wirklich bereden, ist das okay. Das geht noch durch bei mir. Also, aber Sie haben das Foto auch gewählt. Ne? Bitte. Also ich würde dem vollkommen zustimmen. Es ist eines der wirkungsmächtigsten Fotos des Vietnamkriegs überhaupt. Es gibt ja Untersuchungen, die auch zeigen, dass innerhalb der USA durch die Art der Kriegsberichterstattung Schritt für Schritt auch eine kritische Position mit befördert wurde. Manche sagen, dadurch wurde der Krieg auch irgendwann mal dann unmöglich weiterzuführen. Also diese Berichterstattung hat zur Beendigung des Kriegs beigetragen. Für mich ist es nicht dramatisch, wenn jetzt hier der Ausschnitt verändert wird, sondern es bleibt die Aussage, dass hier ein asymmetrischer Krieg geführt wird mit wehrlosen Opfern, und zwar über Jahre hinweg. Das war ja dann auch schon eine Fortsetzung des Kriegs, den die Franzosen dort geführt hatten. Und es war einfach ein Gefühl, was damit transportiert wird, was die Amoralität dieser Kriegsführung vor allen Dingen zum Inhalt hatte, und wo ich auch sagen würde, auch heute bin ich noch der Meinung, das sind Kriegsverbrechen der Amerikaner. Es ist ja heute modern, diese Position nur Putin und anderen aus dem Osten zuzuschreiben, aber man muss natürlich auch sehen, dass aus der jüngeren Geschichte heraus gerade solche Ereignisse
ganz deutlich zeigen, dass es Zeiten geben kann, wo diese moralische Empörung auch im Sinne der Beendigung von Konflikten und der Moderation von Konflikten eingesetzt werden kann. Ich persönlich bin durch dieses Foto wahrscheinlich mit politisiert worden und es hat ganz wesentlich mein Engagement gegen den Vietnamkrieg mit begründet. Ich würde jetzt gern was ergänzen. Wir beschäftigen uns jetzt schon sehr lange mit der Hochstilisierung von Konflikten, auch aufgrund des Films. Der Robert hat zuerst einen Satz gesagt, der mir nachgeklungen ist, auf die Frage, warum dieses Foto gezeigt wurde, weil so schaut halt der Krieg einmal aus. Ich möchte ganz gern jetzt auch mit diesem Foto den Schwerpunkt vielleicht darauf legen, kurz wenigstens auf die Redimensionierung der Gräueltaten. Es gibt schlicht und ergreifend gewisse Dinge, die nicht zumutbar sind. Also ich glaube, die Inszenierung geht auch in die andere Richtung. Also ich habe das in Aleppo erlebt, das ist eine Geschichte, an die wir beide gearbeitet haben. Fürs Profil fotografiert eine Straßenkreuzung, wo ein Bub Gurken verkauft hat und jemand Eis verkauft hat. Und ich bin am nächsten Tag zu dieser Straßenkreuzung gekommen, nach einem Angriff einer Fassbombe, und der Bub ist in den Gurken tot dagelegen und der Eisverkäufer war tot. Ich konnte aus Sicherheitsgründen es nicht verantworten, weil solche Fassbomben meistens in Serie kommen, stehen zu bleiben und zu fotografieren. Aber hätte ich es verantworten können, ich habe mir gedacht, ich riskiere hier mein Leben für ein Foto, das nie im Leben gezeigt werden könnte, weil ich kann das den Menschen hier nicht zumuten, dass es so aussieht, wie es aussieht. Und ich glaube, dass wir die Inszenierung, also darum ist dieses Bild so ein gutes Beispiel, es ist, man sieht ja nicht die Brandwunden dieses Mädchen, man sieht das Leiden dieses Mädchen, es ist eine Dimensionierung des Konfliktes, die erträglich ist. Und ich glaube, hier passiert sehr viel Inszenierung und es ist schlicht und ergreifend nicht möglich, denn wäre das Mädchen von Kopf bis Fuß verbrannt gewesen, hätte man die Brandwunden, die am Rücken sind, am Körper im Foto gesehen, wäre dieses Foto aus meiner Sicht niemals ausgezeichnet gewesen. Also ich glaube, dessen sollten wir uns bewusst sein. Es ist nicht nur Cropping und Hochstilisierung, Inszenierung, sondern auch Redimensionierung, um es noch erträglich zu machen. Bei der Ausgabe vom Profil, also es gibt diese vier Seiten, die dann eben extra geöffnet werden müssen, wenn man die Fotos sehen will, die schon sehr deutlich sind. Also Bilder, die sonst nicht in einem Massenmedium in Österreich erscheinen würden. Welche Reaktionen gab es denn darauf? Es ging in beide Richtungen. Manche haben geschrieben, gut, dass wir mal zeigen, wie das wirklich aussieht. Andere haben geschrieben, das ist Voyeurismus und Kriegspornografie. Das sind im Wesentlichen die... Habt ihr jetzt innerhalb der Redaktion sehr viel diskutiert, welche Bilder ihr dann herzeigt? Also, oder war das auch halbe-halbe dann irgendwie? Ja, aber es ist jetzt nicht möglich, bestimmte Regeln zu sagen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wir haben gesagt, wir zeigen das und das zeigen wir nicht anhand irgendeiner Regel, aus der wir das ableiten können. Man sieht ein Bild und man sagt, das geht jetzt nicht, auch wenn es zugeklebt ist, das kann man nicht zeigen. Und dann gibt es Bilder, wo der eine sagt, ich finde, das kann man zeigen, weil, und der andere sagt, nein, das geht zu weit. Aber da ist es schwierig genug, innerhalb einer Redaktion oder innerhalb einer kleinen Gruppe in der Redaktion einen Konsens zu finden. In der Gesellschaft gibt es interessanterweise trotzdem irgendetwas wie einen Konsens. Also es passiert immer wieder, dass man mit einem einzelnen Bild diesen Konsens bricht, möglicherweise. Das geschah beim Tsunami. Da haben wir sehr viele böse Leserbriefe bekommen, weil wegen eines Fotos. Aber insgesamt gibt es einen Konsens, wie die Kriegsberichterstattung auszusehen hat. Und das ist kulturell durchaus unterschiedlich. Also in Lateinamerika etwa werden viel, viel schlimmere Bilder gezeigt aus den Bandenkriegen. Da gibt es eigene Zeitungen, die scheußliche Dinge zeigen, die wir nie zeigen würden. Auch was Sie gesagt haben, Al Jazeera, also arabische Nachrichtensender, zeigen auch aus politischem Interesse die Kriege im Nahen Osten wesentlich drastischer, als das bei uns der Fall ist. Ja. Also ich kann einerseits aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht bestätigen, dass man das nicht generalisieren kann. Es kommt nicht in erster Linie auf die Explizitheit der Opferdarstellung an, ob der kommunikative Zweck positiv ist oder negativ oder ob es erträglich ist oder nicht, sondern es kommt in erster Linie auf die Kontextuierung, auf die kommunikative Einbettung an. Und wenn es gerechtfertigt ist durch den Zweck, kann sehr wohl auch ein explizites Bild positiv sein. Auf der anderen Seite gebe ich Ihnen auch recht, dass es so etwas wie kulturelle
Normen gibt der Berichterstattung, die auch ihren Grund haben, also der auch akzeptabel ist. Nämlich, wir wissen, dass es natürlich schon auch Grenzen der Zumutbarkeit gibt, an denen dann entweder eine Zweitraumatisierung von Opfern auch stattfindet. Also wenn Sie zum Beispiel Opfern, die also zum Beispiel der Folter unterlegen sind, Folterbilder zeigen, kann das sehr wohl eine unangemessene Form der Belastung implizieren, muss es nicht. Und es gibt auch so etwas wie einen Misanthropie-Effekt manchmal bei übertriebener Brutalität der Bilder selber. Also man hat dann eigentlich nicht nur das Gefühl, man will etwas gegen diese Gewalt machen, sondern man hat das Gefühl, der Mensch ist schlecht und das lähmt die moralischen Kräfte. Und das ist etwas, was man tatsächlich auch im Zusammenhang beispielsweise der Holocaust-Verarbeitung beobachten kann. Also nicht immer ist dieses brutale Bild dann aufklärerisch, es kann auch nach hinten losgehen. Insofern haben auch diese kulturellen Regeln ihren tieferen Sinn. Ich würde gerne ein Thema, was eigentlich abendfüllend ist, nur kurz anreißen. Also das Thema ISIS-Propaganda. Wie sollen Medien damit zum Beispiel umgehen? Weil alle Bilder, die verwendet werden, eigentlich fast ausschließlich von ISIS selbst produziert werden und selbst ins Netz gestellt werden. Es gibt wenig Möglichkeiten, jetzt vor allem fürs Fernsehen, andere Laufbilder irgendwie zu zeigen zu den Berichten. Die Frage ist eben, welche journalistische Verpflichtung gibt es auch zu dokumentieren, was da passiert und wo ist diese Grenze, dass man sagt, man zeigt es nicht? Also wir zeigen das auch in dieser Nummer. Wir haben uns die Frage gestellt, also besorgen wir das Geschäft des Islamischen Staates, wenn wir Bilder zeigen, die zumindest mit Duldung des Islamischen Staates gemacht wurden. Und tatsächlich können dort nur Fotografen arbeiten, die quasi akkreditiert sind vom Islamischen Staat. Man würde sagen, warum zeigen wir Bilder, die von den Tätern stammen? Ich glaube, ein gutes Beispiel ist Abu Ghraib. Abu Ghraib, der Skandal bestand darin, dass man Fotos zeigt, die von kriminellem amerikanischem Wachpersonal in einem irakischen Gefängnis gemacht wurden, um Folteropfer zusätzlich zu erniedrigen. Genau diese Fotos wurden veröffentlicht. Da wurde zum Teil wurden die Augen etc. unkenntlich gemacht, aber man hat die Bilder gezeigt, das heißt, diese Opfer wurden nochmal hergezeigt. Tatsächlich war das richtig. Den Skandal, der dann wirklich sehr entscheidend war auch für die Amerikaner, den hätte es anders nicht gegeben. Es gibt auch einen Untersuchungsbericht, den Seymour Hersh veröffentlicht hat im New Yorker, nur diese Formulierungen, Gefangene wurden im Gefängnis erniedrigend behandelt und etc., das hätte niemals den Skandal entfacht, den weltweiten, den diese Bilder entfachen konnten. Insofern kann es richtig sein, auch Bilder zu zeigen, die von Tätern angefertigt wurden. Man kann auch Fotos zeigen, die von den Nazis gemacht wurden, denn die Motivation, warum die gemacht wurden, ist längst verblasst gegenüber den Bildern, die immer noch zeigen, was damals passiert ist. Also ich würde 100% sagen, dass Abu Ghraib berechtigt war, weil der Zweck hier aufklärerisch kritisch war und weil letztendlich auch ein Beitrag dazu geleistet wurde, dass diese Praxis dann zumindest eingeschränkt werden musste. Also der humanistische Zweck ist hier für mich entscheidend, die Zumutbarkeit auch für ein größeres Publikum zu rechtfertigen. Bei den anderen Bildern, bei den Enthauptungsvideos, die von den Terroristen selber inszeniert werden, sieht die Sache anders aus, weil hier ja ganz offenbar die Gewalt in ihrer medialen Vervielfältigung als politisches Mittel Shock and Awe soll verbreitet werden. Nicht von ungefähr, also hier hat der Ausdruck mal keinen politisch instrumentellen Untersinn. Terrorist heißt ja Schrecken verbreiten wollen und damit können alle möglichen Ziele verbunden sein, zum Beispiel Destabilisierung, auch eine entsprechende Fügbarkeit des Publikums, Manipulation. Ja? Und da würde ich sagen, da sollte man vorsichtig sein. Leider leben wir im Internet. Zeitalter in einer Situation, wo wir das nicht von zentralen Medien aus verordnen können. Aber wünschenswert wäre es, hier nicht sich zum Komplizen zu machen, der Terrorist, im Unterschied zu Abu Ghraib. Ich
glaube, es ist genauso wie der Robin und die beiden anderen Herren, dass man diese Fotos herzeigen muss, weil man auch sonst keine andere Darstellung hat. Und wie ich eben sagte, man kann jedes Foto von zwei Seiten betrachten. Und diese Fotos drücken auch in ihrer Inszenierung die unglaubliche Brutalität dieses Systems aus. Nur man muss, glaube ich, sehr genau Acht geben, was man zeigt. Die Enthauptungsfotos, ich habe zuletzt intensiv in der Hauptstadt recherchiert mit Quellen, die mir zugänglich waren. Und dort hörte ich, dass die Darstellung des Fotos, der Enthauptung von James Foley, des amerikanischen Journalisten, zu einem massiven Rekrutierungsschub innerhalb von europäischen Dschihadisten geführt hat. Das war, also jedes Bild, das wir zeigen, wird eben von zwei Seiten betrachtet. Und hier gilt es natürlich, mit der Symbolik des Guantanamo-orangen Anzuges des Journalisten wurde da eine ganze Reihe von Klischees bedient. Und ich denke, jene Kollegen und Kolleginnen, die sich dazu entschieden haben, das nicht zu veröffentlichen, dieses konkrete Foto, taten sehr gut daran. Und ich glaube, das Argument, na, das sieht man ja dann ohnehin im Internet. Ich habe noch immer das Gefühl, dass eine andere Legitimierung der Fotos in der gedruckten Presse empfunden wird. Also mir hat das auch in einem Interview ein deutscher Antiterrorexperte, der Ralf Tophoven, dann als Gegenargument gebracht, im heutigen Zeitalter lassen sich solche Bilder auch gar nicht mehr aufhalten. Also er hat gesagt, nur weil Sie jetzt da entscheiden, Sie bringen es nicht, jeder wird es finden, macht es aber eben einen Unterschied, ob das dann irgendwo in einem Qualitätsmedium erscheint, in einem größeren. Oder ist es egal, weil die Bilder sowieso zu finden sind? Also ich würde dir jetzt in Kenntnis vieler Islamisten und Terroristen, mit denen ich auch Interviews geführt habe im Nahen Osten, ohne dass ich das jetzt wirklich gefragt hätte, vermuten, dass die Tatsache, wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt einmal die Kronenzeitung her, ganz wertfrei, weil es einfach die größte Zeitung Österreichs ist, die Tatsache, dass dieses Foto so wichtig genommen wird, dass es von einer so großen Zeitung gebracht wird, steigert den Wert. Dieses Denken in diesen Gruppen ist extrem hierarchiegesteuert. Und ein Foto, das irgendwo von irgendeinem Bruder, sage ich einmal, im Internet gesehen wird, wird in der Wertigkeit auch der eigenen dschihadistischen Sendungsbewusstsein nicht gleich bewertet, wie es von einem anerkannten Medium, wenn es übernommen wird. Hier gibt es noch, ich weiß nicht, ob das in 10 Jahren noch der Fall sein wird, eine unterschiedliche Bewertung. Aber das ist nur eine These von mir. Ich würde jetzt gerne auch noch ein paar andere Beispiele herzeigen, die Sie mitgebracht haben. Also wir haben jetzt sehr viel über Ausschnitte gesprochen, jetzt ist auch das Thema Inszenierung, aber auch wie Bilder nachbearbeitet werden und was das eigentlich ausmacht. Also Herr Leckl, Sie haben da ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, das war der Superkauf für Reuters. Das ist aus dem Jahr 2006, ein israelischer Luftangriff auf Beirut. Diese Gesamtanzahl, diese General View, hat ein libanesischer Stringer, ein freier Mitarbeiter, der allerdings schon 10 Jahre für die Agentur tätig war, aufgenommen und hat sie aber in dieser Version, die wir hier links im Bild sehen, gesendet. Es gibt mannigfaltige Methoden der Bildmanipulation, also von der Inszenierung, und jetzt haben wir eben digital ganz andere Möglichkeiten, und er hat hier mit einem Cloning Stamp, also einer Stempelfunktion von Photoshop, die Rauchschwaden über der Stadt Beirut verdeutlicht und multipliziert und mehr gemacht und dünkler gemacht. Und er hat dieses Tool dabei also auf eine völlig plumpe Weise verwendet. Er hat teilweise auch Häuser dupliziert. Er wollte es einfach drastischer gestalten. Und für uns war das also die Katastrophe schlechthin, aus mehreren Gründen. Also erstens einmal, wir haben jemanden in unseren Reihen, der so etwas tut. Zweitens, er macht es auch noch dilettantisch schlecht wie ein irres Kleinkind. Und drittens, sämtliche Kontrollmechanismen, die die Agentur hat, haben versagt. Also das ist über mindestens 2 Tests gegangen und ist zu allen Kunden rausgeschickt worden. Wurde natürlich sehr bald entdeckt im Netz. Ja, es gibt Bloggergruppen, allen voran die Little Green Footballs, die
solche Sachen, vor allem wenn Israel beteiligt ist, sehr genau unter die Lupe nehmen, und der Skandal war perfekt. Es ist etwas, was der Agentur heute noch nachhängt, obwohl es jetzt schon 8 Jahre her ist, also vor allem in den USA. Es gab fürchterliche Karikaturen, es gab Witze über die Firma. Is this picture real or is it reutered? Damit hat man leben müssen. Ja. Es hat dann selbstverständlich ein paar Mitarbeiter den Job gekostet. Ja. Aber damit war die Beschädigung nicht gelöst. Ja. Also das war wirklich der schwärzeste Tag. In meinen 22 Jahren bei der Firma war das das absolut Übelste. Ich gehe mal weiter. Ja, eine Ikone, auch eines der berühmtesten Fotos der Geschichte. Manipulation hin oder her, das ist die Errichtung der US-Fahne auf der Pazifikinsel Iwo Jima, von Larry Rosenthal fotografiert. Der allerdings, wie er auf der Insel ankam, war das Ganze erledigt. Also das Fähnchen flatterte dort schon, ist ihm aber ein bisschen mickrig vorgekommen, und da er den Moment an sich verpasst hat, hat er ihn eben nochmal inszeniert. Auch eine Form der Manipulation. Es hat zwar wahrscheinlich ein paar Stunden vorher so ähnlich ausgesehen, aber nicht jetzt, nicht zu diesem Zeitpunkt und nicht vor der Kamera. Auch eine Manipulation. Ich würde Sie gerne alle fragen, also das Beispiel jetzt, wenn man eine Szene nachstellt, die definitiv auch stattgefunden hat, es werden ja auch manchmal Kampfszenen nachgestellt, darf man das, muss man das, darf man das nicht? Also wir haben ja gerade gehört, dass es für die Produktionsfirmen verheerend sein kann, wenn das dann entsprechend aufgedeckt wird. Für die gesellschaftliche Kommunikation ist es aus meiner Sicht gar nicht so schlecht. Das ist ja eigentlich eine Schule für Savvy-Viewing. Wir wissen ja, dass alle Bilder eine inszenatorische Komponente haben. Hier wird es offenkundig. Also wenn man mal genau hinschaut, so richtig ernst kann man diese Action-Szene ja nicht nehmen. Also sie wirkt artifiziell. Das würde in ein Museum gut passen. Und letztendlich beobachten wir aus der Zuschauerforschung, es gibt über Jahrzehnte hinweg Befragungen, dass das Fernsehen das glaubwürdigste Medium ist. Ja, die Presse viel weniger, wie heißt das, gelogen wie gedruckt. Ja. Aber wenn dann Konflikte eintreten, zum Beispiel während der Golfkriegszeit der beiden, dreht sich das um. Dann misstrauen die Menschen den Bildern. Und manchmal reagieren dann ja auch Journalisten so, dass sie ihren eigenen Bildern misstrauen und das dann gleichzeitig noch mitkommunizieren. Und dann gewinnt plötzlich das geschriebene Wort an Bedeutung. Und darin kann ich jetzt aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht nicht unbedingt einen Beinbruch sehen. Natürlich aus professioneller Perspektive jetzt für die einzelne Firma furchtbar. Und natürlich sollte man da von die Finger lassen und vor allen Dingen sich nicht dabei erwischen lassen. Aber wir wissen natürlich, dass es dieses inszenatorische Moment gibt, und es hat insofern einen aufklärerischen Wert, dass es für alle durchschaubar wird. Im Grunde, was der Journalist ja gefordert hat, ja, hat ja auch Brecht schon gefordert. Ja. Also die Manipulation der Medien wird dadurch gebrochen, dass wir ihr Gemachtsein schauen. Also hier wird das Gemachtsein quasi ins Auge gedrückt und deutlich, und dadurch gewinnt der Zuschauer eine kritische Distanz. Ja, sieht man nicht so gut. Ich zeige mal einfach beide Ausschnitte. Da geht es nämlich darum, was ein Ausschnitt auch bewirkt, ohne dass am Bild selbst etwas verändert wurde. Genau. Das war dieses Hilfsschiff für Gaza von einer türkischen Hilfsorganisation, das von den Israelis aufgebracht wurde. Und diese Bilder sind an Bord dieses Schiffes während dieser Aktion entstanden und wurden eben über diese türkische Organisation verbreitet. Und der türkische Kollege, der das in Empfang genommen hat, hat einen schweren Fehler begangen. Er hat das Bild gekroppt, sprich den Ausschnitt gewählt, bevor er die Farben und die Tonwertkorrekturen gemacht hat. Das Foto war unterbelichtet. Er hat das Messer, das jetzt von der rechten Seite im unteren Bild reinkommt, tatsächlich nicht gesehen.
hat das aber für bildunwichtig erachtet und dadurch den Sinn völlig zerstört. Ja. Er hat mehrere Regeln gebrochen, weil eine dieser Hauptregeln ist, wenn man Handout-Material von irgendwem jetzt, Third-Party-Agencies bekommt, dann dürfen wir es nicht verändern. Und das hat er getan, das hat auch für ja, viel Unmut gesorgt, vor allem auf israelischer Seite. Das heißt, der Faktum, dass das Messer da war, hat eigentlich den ganzen Kontext auch verändert. Richtig. Da sind wir jetzt bei der Bildmanipulation. Wie gesagt, gibt ganz viele Methoden, ein Bild zu verändern inzwischen. Ja. Ich habe den Verdacht, es passiert in letzter Zeit unter anderem auch deshalb, weil man es einfach so einfach kann. Flüchtlinge, also Leute in Syrien, ja, eigentlich gar keine wahnsinnig bedrohliche Szene. Sie gehen an einer Hausmauer vorbei und die Kronenzeitung hat das vor zerstörte Häuser montiert. Was für einen Beweggrund auch immer sie da verfolgt haben. Also dieses Foto hat dann auch vor allem im Internet und unter Bloggern also eine riesen Empörung ausgelöst und auch eine Welle von Karikaturen und Witzen darüber, bis sich dann schlussendlich nach ein paar Tagen der Herr Dichand Junior zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, die Montage ist als journalistisches Stilmittel zulässig. Ich glaube, er hat so gesagt, es wurde vergessen zu erwähnen, dass das journalistische Stilmittel der Montage hier angewandt wurde. Wie gesagt, ich glaube, es passiert vieles deshalb, weil man es heute so einfach kann. Also die Versuchung, mit Photoshop herumzuspielen, die Dramatik eines Bildes zu erhöhen, ist bei vielen Leuten, glaube ich, groß. Mhm. Das Lustige daran ist, dass in all diesen drei Fällen eigentlich, also der südliche Teil Beiruts war tatsächlich zerbombt, also ob man da jetzt ein bisschen mehr Rauchschwaden oder völlig wurscht. Also dieses winzige Messer, ich meine, die sind gestürmt worden von Elite-Einheiten aus der Luft, also mit dem Tapezierermesser wäre auch so nicht weit gekommen. Und auch dieses Foto gibt es jederzeit in anderer Version, ohne dass man sich jetzt irgendwas montieren muss. Diese Kleinigkeiten eigentlich an Fotos, die im Gesamten eigentlich gar nicht viel Auswirkung haben, zerstören aber schon ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Absolut, dann. Deswegen macht man es auch nicht. Also ja. Das muss die absolute Regel sein, wir montieren nicht. Ja. Da waren wir schon. Ja, dann darf ich noch die Fotos, also weil auch auftauchte, also was technisch schon möglich ist. Ich möchte nur ein Foto herzeigen, das Gewinnerfoto der WordPress-Fotostellung im vorigen Jahr. Das hat im Nachhinein auch eine Riesendiskussion gegeben, weil hier die Farben, also der Farbwert im Nachhinein bearbeitet wurde und das eigentlich, soweit ich es verstanden habe, auch eine Premiere war im WordPress-Fotokontext und das dann aber doch als zulässig bewertet wurde, weil eigentlich nur die Farben verändert wurden, aber jetzt nichts am Geschehen selbst. Und dann zeige ich noch die Beispiele, die vom Herrn Grimm eingebracht wurden. Da geht es jetzt auch speziell um also Ukraine-Russland-Konflikt beziehungsweise vielleicht auch Gaza, den Flugzeugabsturz und wie mit Opferbildern umgegangen wird oder beziehungsweise welche Bildsprache hier auch was sagt. Also hier haben wir jetzt ein Beispiel für eine elliptische Opferdarstellung. Also es wird nur ein Relikt von Opfern in Szene gesetzt und die Opfer weggelassen. Es gibt auch ähnliche Bilder beispielsweise aus dem Konzentrationslager. Ich habe ja vorhin schon auf den... Ja. Das ist jetzt das war von der MH17. Ja. Ich weiß nicht, ob die zusammengelegt wurden oder nicht, aber sie können auch so dort gelegen haben. Also ich kann das nicht beurteilen. Ich würde aber sagen, von der Makroinszenierung, also es gibt für mich auf der einen Seite so mikroinszenatorische Elemente wie Farbgebung oder Bildausschnitt und die Makroinszenierung ist natürlich jetzt die Auslassung der Opfer, einerseits vielleicht auch ein Zugeständnis an die kulturelle Norm, keine expliziten Opferbilder zu zeigen. Auf der anderen Seite ist es sehr viel wirksamer, sich die nicht gezeigten Opfer
vorzustellen. Mhm. Wir haben nämlich genau diesen Effekt ermittelt bei unseren Untersuchungen zu den KZ-Bildern. Es waren nicht die Leichenberge, die den stärksten Effekt und die stärkste Berührung hervorgerufen haben, sondern Berge von Haaren und von Gebiss und von Schuhen. Mhm. Und daran erinnert mich das. Es ist, man könnte das also in einen Zusammenhang stellen, in einen diskursiven Zusammenhang der Darstellung des Holocaust. Mhm. Der, also ich würde sagen, es ist ein starkes Opferbild mit einer stark emotionalisierenden Wirkung, das aber in dem Fall ohne viel Blut und explizite Verletzungen etc. rauskommt. Mhm. Herr Dreichel, Sie schütteln den Kopf bei der Frage, ob das natürlich entstanden sein kann. Natürlich schon, aber also ich glaube nicht, dass der Fotograf die Schuhe zusammengetragen hat, das hoffe ich jedenfalls. Ich nehme an, die haben dort Schuhe eingesammelt, aber bei einem Flugzeugabsturz sind die Teile so weit verstreut, dass es unmöglich ist, dass die Schuhe... Die haben das zusammengelegt wahrscheinlich. Naja, hier haben wir natürlich unseren Boxweltmeister in einer Situation, in der er nicht so stark aussieht wie üblich. Und es ist natürlich eine politische Botschaft damit verbunden. Es ist ein Angebot an westliche Zuschauer, sich irgendwo mit den Helden auf dem Maidan zu identifizieren und ihnen aber auch ihre Schwäche vor Augen zu führen. Und es gab ja dann auch entsprechende Unterstützung. Also für mich ist hier eigentlich die politische Botschaft die Hauptsache, die die Inszenierung ausmacht. Also es ist nicht entscheidend, ob da jetzt ein bisschen Make-up ins Gesicht nachträglich oder auch vorher gemacht wurde. Ich glaube, dass es echt ist. Ja? Also es ist ein Schnappschuss. Aber natürlich ist trotzdem eine Wahl getroffen worden, dieses Bild zu zeigen mit dieser Person in diesem Kontext. Und das hat eine Aussage, die man befürworten kann oder auch nicht. Also ich hätte jetzt in dem Falle keine moralischen Bedenken, mache aber darauf aufmerksam, dass die Inszenierung eine ganz spezifische Botschaft beinhaltet. Und auf die sollte man achten, meines Erachtens, wenn man solche Inszenierungen analysiert. Hier ganz ähnlich, aber da ist es ganz offenkundig, weil mit den Fahnen hier natürlich die Zusammengehörigkeit der Ukraine und der EU zum Ausdruck kommt. Ich war selber 7 Wochen in der Ukraine gewesen und konnte das dann auch auf dem Maidan beobachten. Das sind natürlich Relikte dann von den gewaltsamen Auseinandersetzungen, von den Demonstrationen, die sich dann symbolisch verdichten und natürlich einen Appell darstellen an den Westen, also in dem Falle an die EU, sich mit der Ukraine zu solidarisieren. Ich überlasse es Ihrer eigenen Urteilskraft, das entweder gut zu finden im gegenwärtigen Moment, wo ja die Krise wieder zu eskalieren droht und wo wir jetzt immer mehr eine Formierung eigentlich der gesamten NATO gegen Russland erleben, wie ich sie jedenfalls im Kalten Krieg noch nie erlebt habe. Hier ist nochmal MH17, eine kleine, ziemlich durchsichtige Fotomontage. Man sieht ja auch gleich den Schnitt im Bild. Links ist der Führer der Separatisten. Also hier würde ich sagen, ist die Inszenierung, wir würden das nennen Framing. Also es wird gerahmt, diese Wrack-Situation des abgestürzten Flugzeugs. Ja, mit wem? Mit dem potenziellen, nee, nicht potenziellen, realen Täter. Das ist also eine Schuldzuweisung. Und das kann natürlich kapitale Folgen haben dann für die Kommunikation und für die politischen Entscheidungen, die dann getroffen werden. Und hier haben wir natürlich jetzt schon unsere mehrfach gesehenen Kinderrelikte, auch hier ohne Kind im Bild zu sein, ist etwas, was unsere Empathie und unsere moralischen Ressourcen am stärksten mobilisiert. Ich kenne kein stärkeres Element als, das ist übrigens gar nicht so genderspezifisch, das gilt für Frauen und für Männer gleichermaßen. Wenn Sie beispielsweise berichten über Kindesmissbrauch oder Ähnliches, haben Sie also allerstärkste Empörungsreaktionen, empathische Reaktionen. Das kann aber auch bis zu sadistischen Gewaltfantasien dann gehen gegenüber den Tätern. Und das ist natürlich die Gefahr, die wir in diesem Zusammenhang sehen müssen. Hier ist eine Situation aus der Ostukraine geschildert, die so etwas wie Hoffnung, wir werden schon schaukeln, zum Ausdruck bringen soll. Ich weiß nicht, wir haben jetzt einige Beispiele für Opferbilder gesehen, mit und ohne Kinder.
haben Sie Zivilistenopfer in der Ostukraine irgendwo in den Medien wahrgenommen? Also mir müssen die entgangen sein, das gab es vereinzelt, ein Bild, aber das ist jetzt eine Inszenierung der Auslassung. Also da ist es nicht das Messer, was ins Bild kommt und dann gleichzeitig da noch eine blutrünstige Kontextszene suggeriert, sondern hier wird offenbar berichtet über Einkreisungen und über Schießereien, Artilleriebeschuss, aber die Opfer kommen nicht ins Bild. Es sollen ja mittlerweile mehrere hunderttausend sein, die auch auf der Flucht sind. Also ich hatte den Eindruck, dass es erst in den letzten Wochen ein bisschen thematisiert wurde, wo dann eben auch die Fluchtbewegungen auch so deutlich klar wurden. Und erst dann waren die ersten großen Bilder von Familien, die fliehen und von mit Kindern. Sehr zurückhaltend. Eben, ja. Sehr zurückhaltend. Und natürlich, was bedeutet das? Das bedeutet, und hier haben wir es eben mit dieser Makro-Inszenierungsebene zu tun, die ich nochmal unterscheide von der Inszenierung des einzelnen Bildes. Man will offenbar nicht auf die zivilen Opfer in der Ostukraine fokussieren. Und wenn, dann geschieht das ganz auffälligerweise nicht in der Weise wie mit dem MH17, wo der Täter ja gleich mitgeliefert wurde im Bild, sondern man weiß nicht, wo kam der Beschuss her, von den Separatisten oder von der ukrainischen Armee. Alles Inszenierung. Ich würde Sie gerne einladen. Wir hätten jetzt, je nachdem, 20 Minuten, 30 Minuten einfach noch gedacht für Fragen aus dem Publikum oder für Statements aus dem Publikum zu dem Thema, wenn jemand sich zu Wort meldet. Okay, ich hätte eine Frage, und zwar, Sie haben gesagt, die Bild, also wenn man Bilder verändert und so weiter, und man kann auch gewisse Bilder der Masse sozusagen nicht zumuten, aber glauben Sie nicht, dass wenn man Bilder verändert, also die Wahrheit ja eigentlich verändert, das Abbild der Realität verändert, man somit auch eine Position bezieht, ob es jetzt eine politische, ob es eine richtige oder eine falsche ist, aber wenn man die Realität verändert, steht immer die Intention hin zu einer Veränderung zu einem bestimmten Punkt natürlich dahinter. Ja? Und dann bildet man als Journalist nicht mehr die Wahrheit ab, dann schreibt man nicht nur die Wahrheit, sondern schreibt über das, was man schreiben möchte. Ja? Ob es jetzt, man sagt, das ist weniger gewalttätig oder mehr gewalttätig, man darf die Gewalt nicht zeigen. Also dann verändert man das ja. Und halten Sie das für gerechtfertigt oder halten Sie die Aufgabe des Journalismus, es dafür nur für die Wahrheit einzustehen oder auch eine Richtung vorzugeben? Man hört hier oben leider nicht wahnsinnig gut. Die Frage ist, ob wir, wenn wir bestimmte Bilder nicht zeigen, ob wir dadurch einen Teil der Wahrheit weglassen, ist das die Frage? Ja genau, und ob Sie dann denken, dass der Journalismus wirklich der Wahrheit verpflichtet sein muss oder es auch gerechtfertigt ist, dann in eine Richtung zu gehen. Ja, das Problem ist, das Profil ist ein weit verbreitetes Magazin und die Leute wollen nicht, dass bestimmte Bilder in dem Magazin drinnen sind, weil das Magazin dann zu Hause liegt und Leute haben Kinder etc. Also wir müssen auch auf solche Dinge Rücksicht nehmen. Ähnlich wie der ORF in der ZIP 1 ganz bestimmt niemals Leichen zeigen wird, auch wenn er über einen Krieg berichtet, einfach weil zu der Uhrzeit immer noch Kinder und jüngere Jugendliche fernsehen. Auf solche Dinge müssen wir Rücksicht nehmen. Das heißt nicht, dass wir einen Teil der Realität ausblenden. Wir berichten darüber, wir schreiben darüber, aber gewisse Dinge kann man nicht zeigen. Ja. Okay. Ich muss nur ergänzen, ich empfinde mich auch als Übersetzerin. Ich möchte, dass meine Artikel, die Fotos, die zu meinen Artikeln erscheinen, zugänglich sind, dass man nicht automatisch wegschaut, sondern dass man keinen Abwehrreflex entwickelt. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Wahrheit verändern möchte. Ganz im Gegenteil. Okay, dankeschön. Möchte noch jemand was sagen? Ich möchte eine Beobachtung berichten. Kurz nach dem Absturz der Maschine in der Ukraine sind auf allen Titelblättern sah man einen Soldaten, der eine Puppe, so eine Art von Barbie-Puppe hochhält. Und das wurde immer kommentiert als, das ist der Zynismus dieser Separatisten. Und genau zu der Zeit habe ich durch Zufall einmal dieses Russia Today aufgedreht
und da lief ein Video unter dem Titel How the West Manipulates Photos. Das war, dieses Video hat diesen Soldaten gezeigt, wie er von seinem Vorgesetzten einen Auftrag bekommt, da am Boden herumzusuchen, was er dann auch getan hat. Dann hat er diese Barbie-Puppe gefunden, hat sie hochgehalten, so mit dem Blick, und was mache ich jetzt damit? Und da hörte man nur ein Gemurmel, dann hat er die Puppe wieder auf den Boden gelegt, hat drei Kreuze gemacht. Ja, und damit war das Video aus und hat natürlich eine vollkommen andere Aussage gehabt. Ja, danke. Das ist richtig, ja. Ich glaube, vieles, was auf Russia Today berichtet wird, würde ich nicht für bare Münze nehmen, aber diese Geschichte stimmt. Das war das Bild ist tatsächlich unglücklich verwendet worden. Ich glaube, dass tatsächlich viele nicht wussten, wie das Bild zustande gekommen ist. Das sieht so aus, als würde er triumphieren, und das wurde auch so bestärkt durch Bildunterschriften, und tatsächlich war das nicht der Fall. Ja. Also wenn ich mir diese Beispiele vor Augen führe, beobachte ich schon auch so etwas wie eine Eskalation von Desinformation im Moment bei den ja vielen Krisen, die wir zu besichtigen haben, aber insbesondere bei der Ukraine-Krise. Es gibt natürlich die entsprechenden Beispiele von Russia Today, aber es gibt auch Beispiele aus den westlichen Medien, und wir haben im Moment eine Situation, dass ja auch als Hauptplattform der Kommunikation immer mehr das Internet in den Vordergrund tritt und insofern ein Potpourri unterschiedlichster Positionierungen möglich wird. Und heute kann die Information nicht mehr aus einem einzigen Medium gewonnen werden, sondern bedarf einer Haltung, ich würde sagen, das Savvy Viewing, des gewitzten Sehens, des Zusammensetzens aus verschiedenen Informationspartikeln zu einem Bild, was dann mehr oder weniger als das gelten soll, was der entsprechende Gebraucher für authentisch hält. Es ist geradezu aussichtslos, sich sozusagen auf ein einziges Bild oder eine einzige Form der Berichterstattung zu beziehen, um über einen Konflikt sich ein irgendgeartet unparteiisches oder auch multiperspektivisches Bild machen zu können. Da vorne sitzt eine Dame, die sich da zu Wort gemeldet hat. Danke, entschuldige mein Deutsch, aber nur eine kurze Frage. Wer macht die Fotos und Videos für die Islamic State? Alles ist so professionell gemacht. Danke. Das sind zum Teil Fotografen, die im Irak auch vorher schon gearbeitet haben und die auch angeworben werden von Funktionären des Islamischen Staates. Unlängst ist ein Interview erschienen mit einem dieser Fotografen. Der wurde gefragt, ob er Fotos machen möchte für den Islamischen Staat. Der lebt davon. Er bekommt die Erlaubnis, es passiert ihm nichts. Er muss sich verpflichten, dass er kein Foto nach außen gibt, das nicht vorher abgesegnet wurde. Das ist natürlich berufsethisch sehr zweifelhaft. Andererseits, man kennt den, also die Medien, die mit ihm zusammenarbeiten, kennen ihn. Der war vorher Fotograf. Ich meine, anders gibt es keine Fotos. Die Fotos werden genommen und veröffentlicht. Ja. Und es gibt auch unter den Rekruten aus Europa zahlreiche, die, also ich habe gehört von jemandem, der auch einen Universitätsabschluss hat, in Tunesien zum Beispiel, in dem Bereich. Also es werden auch jene, die gezielt hier angeworben werden, mit entsprechenden Fähigkeiten in den Islamischen Staat gebracht. Es gilt als Teil des Dschihads. Ja. Da hinten ist noch jemand, da auch noch jemand. Da sitzt jemand noch und da war auch noch jemand. Ja, ich habe eine Frage eher an die Journalistin in der Runde. Ich war vor einer Woche in Tel Aviv und habe mir einen Vortrag von einem Sprecher des israelischen Außenministeriums angehört, und der hat immer wieder beklagt, dass beim Gaza-Krieg ja zu 95% ja nur die Bilder der Opfer gezeigt werden und dass sozusagen die Qassam-Brigaden, die tatsächlich Raketen abschießen, sehr selten gezeigt werden. Und deshalb wollte ich erstens fragen, ob Sie diese Einschätzung teilen, und zweitens, ob Sie Erfahrung damit haben, inwiefern die Hamas die Berichterstattung im Gazastreifen beeinflusst. Ja. Das Abschießen dieser Raketen ist natürlich eine klandestine Sache.
Das heißt, die sagen den Journalisten nicht, wir gehen jetzt da um die Ecke und schießen Raketen ab. Insofern ist es auch relativ schwierig, dabei zu sein. Es gab schon mal Bilder. Es ist nur auch nicht wahnsinnig spektakulär, das Abschießen einer Rakete. Also das Aufschlagen einer Rakete ist um einiges spektakulärer. Was die österreichische Berichterstattung betrifft, würde ich außerdem widersprechen. Also im ORF hat der Israel-Korrespondent über weite Strecken aus Israel berichtet und nicht aus Gaza. Also in Österreich war das nicht so. Also es gab Kollegen, die haben mir erzählt, dass sie von der Hamas beeinträchtigt, behindert, beeinflusst wurden. Ich hatte nicht das Gefühl, wobei ich mir aber über weite Strecken nicht sicher war, ob jener Fahrer, den meine Übersetzerin unbedingt dabei haben wollte als unser Fahrer, nicht einen gewissen ordnenden Einfluss versucht hat auszuüben. Ich versuche das ganz vorsichtig zu formulieren. Es schien mir manchmal so, als würden Gespräche, die ich geführt habe, vor allem im Rahmen der Tunnels, die ich gesehen habe, plötzlich enden. Aber so weit zu gehen, dass ich mich tatsächlich beeinflusst gefühlt hätte, würde ich niemals gehen. Und es hat auf meine Anmerkung, ich würde da jetzt noch gern weiterreden und weitersprechen, keine Probleme gegeben. Und wie es der Robert sagt, es ist auch nicht wahnsinnig spektakulär, die Stellungen zu fotografieren. Selbst die Kasam-Brigaden zeigen sich nur bei Siegesparaden in voller Montur, dass man sie auch als Kasam-Brigaden identifizieren könnte. Sonst schaut ein Mitglied der Kasam-Brigaden aus wie jeder andere Mensch in Gaza und auch von der Bildsprache her nicht sehr spektakulär. Und bei diesen Raketen abzustellen, da gab es ja ganz am Ende des Konflikts eine Riesenaufregung. Das indische Fernsehen hat eine Stellung fotografiert, die dicht neben den Journalistenhotels stand. Wurde von Sky übernommen, aber dann nicht mehr. Ich war zu dem Zeitpunkt, als das gedreht wurde, ganz dort, ich habe es auch gesehen, ich habe kein Foto gemacht und hätte es auch nicht veröffentlicht, weil ich keine Möglichkeit gehabt hätte, dies in irgendeiner Form zu verifizieren. Das ist extrem schwer, sicher zu sein, was man fotografiert, wenn man eine sehr geheimniskrämerische Organisation fotografiert. Aber ich denke, diese Unterstellung einer manipulierenden Absicht des Journalisten oder der Journalistin empfinde ich als zutiefst lächerlich. Also wenn meine heimliche Mission auf Erden wäre, die Hamas gut aussehen zu lassen, würde ich was anderes tun und deutlich besser dabei verdienen. Und das beleidigt mich zum Teil, dass man mir das unterstellt. Mit mir meine ich jetzt nicht das Person Petra Ramsauer, sondern dass wir Journalisten mit dem Generalverdacht eine heimliche Agenda zu vertreten, wo auch immer. Ich empfinde, das ist lächerlich. Da war noch jemand. Sie haben vorher, also die Frage dann an den Professor, Sie haben vorher gemeint, es hat diese makroskopische Absicht in Bezug auf Ukraine jetzt, dass man keine Zivilisten zeigt oder Opfer. Da ist dann die Frage, ist es so, dass, weil ich gehe davon aus, dass die Journalisten, also die Fotografen ja entsprechende Fotos gemacht haben, ist es dann eher, dass die Presseagenturen, zum Beispiel Reuters, die da nicht verteilt haben, was ich mir schwer vorstellen, oder dass die Medien die nicht abgedruckt haben, was auch schwer vorstellen, weil also heißt das, war das so ein allgemeiner Kontext, dass man gesagt hat, das ist gerade nicht das Wichtige, da zeigt man lieber die Panzer, oder was ist da quasi die Absicht, dass das vorher nicht gezeigt worden ist und jetzt vermehrt gezeigt wird? Oder gibt es überhaupt irgendeine größere Absicht dahinter? Danke. Ist natürlich im Einzelnen schwer nachzuvollziehen. Es wird ein Bündel von Faktoren sein, das zu so einer Situation führt, dass bestimmte Aspekte eines Konflikts ausgeblendet werden. Da ist einmal die Zugänglichkeit des Gebiets, da ist nicht immer möglich, dann auch eigene Journalisten hinzuschicken, dann auch die Gefahr, gefangen genommen zu werden, etc. Aber natürlich gibt es dann auch Entscheidungen in den entsprechenden Medien, die dann die Berichte aufnehmen, ob sie auf diesen Aspekt fokussieren wollen oder nicht. Und es ist schon auffällig, dass bei den Konflikten sehr unterschiedlich auf Opfergruppen fokussiert wird. Und damit wird eigentlich die Wahrnehmung des Konflikts im Wesentlichen gesteuert. Also die Hauptinszenierung läuft über die Opferbilder. Es gibt gute Opfer und es gibt nicht so gute oder nicht so wichtige Opfer. Und was ich mir so im Sinne eines Qualitätsjournalismus oder auch eines nicht ethisch fragwürdigen
Journalismus wünsche, wäre, dass man natürlich hier eine humanistische Position vertritt und Opfer, Zivilopfer insbesondere, erstmal gleich behandelt und dann schaut, wie sind die Zusammenhänge im Einzelnen, aber nicht selektiv gewissermaßen, also das ist ganz offenkundig bei der Hamas, dass natürlich die Opfer, die dort durch die israelischen Bombardierungen zustande kommen, ausführlich im Bild gezeigt werden sollen, weil sie eine Anklage ihres Gegenübers, ihres Feindes ermöglichen. Und das wird natürlich jetzt immer wieder repetiert. Und man kann sich dann überlegen, ob man das weiter kommunizieren möchte oder nicht. Natürlich gibt es auch Opfer auf der anderen Seite und in jedem Konflikt gibt es diese Opfer. Und ich würde nun aus ethischer Sicht fordern, dass man hier natürlich versucht, eine Haltung einzunehmen, die nicht Opferbilder im Sinne der politischen Steuerung des Konfliktes instrumentalisiert. Das ist für mich gewissermaßen das No-Go des Qualitätsjournalismus. Die eigentliche Funktion eines kritischen Journalismus ist darin zu sehen, natürlich über Realitäten von Konflikten zu berichten, inklusive der Opferseite, aber letztendlich das in einer Weise zu tun, die eher, ich sag mal, eine Konfliktlösung ermöglicht und nicht eine Eskalation. Und was wir im Moment beobachten, ist vor allen Dingen die Ununterscheidbarkeit eines eskalierenden und eines moderierenden Journalismus. Also da sehe ich eigentlich die Hauptproblematik der gegenwärtigen Berichterstattung. Das scheint plötzlich verloren gegangen zu sein. Es gibt kaum Positionen, also wie man das vielleicht aus den 70er und 80er Jahren kannte, von der Friedensbewegung. Ich glaube, wir sind im Moment in einer realen Kriegsgefahr, wie sie seit 1945 nicht bestand, nicht mal auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Aber ich sehe nur entweder Putin-Freunde oder Leute, die ihn gewissermaßen standardmäßig auch ablehnen und kritisieren. Ich sehe aber nicht die Position, die ich eigentlich für die Mehrheitsposition immer noch hoffe, annehmen zu können, wie kann dieser Konflikt entschärft werden? Und das geht bestimmt nicht durch extreme Dämonisierung irgendwelcher Feinde. Gibt es noch Fragen? Weil ich würde sonst noch eben die letzten Fragen nehmen und dann auch die Podiumsdiskussion beschließen. Da war noch eine Dame, die sich gemeldet hat. Also ich würde gern wissen, bei dem Profilcover, das Sie vorher ja meinten, Sie haben sich für dieses Cover entschieden, weil Sie auch wissen, dass diese Mädchen überlebt haben. Aber steht das auch in dem Artikel? Weil ich denke mal, ich als Betrachter, wenn ich jetzt das Cover sehe, weiß ich das ja nicht und macht es das dann weniger brutal, weil ich, wenn ich den Artikel dann lese, weiß, ah, na gut, den Mädchen ist eh nichts passiert, rechtfertigt das wirklich das Cover? Wie würden Sie das wirklich zeigen? Wie würden Sie das selbst beantworten? Also macht das für Sie einen Unterschied zu wissen, dass die Kinder überlebt haben oder nicht? Na, wenn ich nur das Cover sehe, nein. Ne? Also wenn ich jetzt vorbeigehe. Nein, wenn Sie es wissen, macht das einen Unterschied? Nein. Wir fanden, es macht einen Unterschied. Ja, das ist die Entscheidung. Das ist richtig, man muss die Geschichte lesen. Ja. Aber das ist so, ja das so ist es auch gedacht, Ziel von Journalisten. Ich lehne mich da jetzt vielleicht weit raus, aber ich glaube, es gibt auch so etwas wie, ob es jetzt ein Delikt ist, weiß ich nicht, die Wahrung der Totenruhe. Es ist rechtlich, glaube ich, eine andere Situation, ob ich einen Toten herzeige oder einen Menschen, der noch lebt. Aber da kann ich mich jetzt irren. Nein, ethisch-moralisch ist es das auf jeden Fall bei einem Toten. Also ich kann auch nur ein Beispiel zum Beispiel vom Standard, weil die Frage war, wie die Petra sagt, also sie ist zum Beispiel an getöteten Kindern vorbeigegangen, die tags zuvor noch am Leben waren und hat gewusst, sie könnte kurz ihr eigenes Leben riskieren, um ein Foto zu machen, was wahrscheinlich nicht abgedruckt wird. Ja. Und das entscheidet natürlich jede Redaktion. In Österreich ist es eben so, dass es da einen Konsens gibt, irgendwie eine Auswahl zu treffen. Zumindest beim Standard ist es ja klar, dass wir keine Leichen zeigen. Das gab es aber ein Foto, wo das auch ein Streitmoment war, das war, wo Gaddafi eigentlich gestorben ist und das war genau der Moment eigentlich, wo er gestorben ist, dieses eine Foto und wir haben das im Standard gebracht, in der Annahme, dass es eigentlich im ganzen Land erscheinen wird, das war dann nur bei uns, das war auch nicht so gut, aber das sind eben dann die Entscheidungen, die man dann in dem Moment trifft, wo man abwägen muss, ist das jetzt ein zeitgeschichtliches Dokument, ist das etwas, was man herzeigen muss oder nicht, das liegt halt in dem Moment, entscheiden das halt eine Handvoll Menschen. Ja. Ich
würde das jetzt gerne die letzte Frage noch nehmen. Also es ist eigentlich keine Frage, sondern ich war zur Zeit der Invasion im Gazastreifen. Also, und ich habe das selber miterlebt, wie Fotojournalisten, also ich bin Fotograf, bin Kriegsfotograf und habe das selbst erlebt, wie dort gearbeitet wird. Und da stelle ich mir eigentlich die Frage, wie große Agenturen damit umgehen, lokale Journalisten zu beauftragen und im Prinzip der Kinderfotografie, jetzt nur mal so, ich habe durch Gaza City Verfolgungsfahrten gehabt mit lokalen Journalisten, nur um Kinderfotos zu bekommen. So, wie kann sich da eine große Agentur das erlauben, solche Leute zu engagieren? Ist mir bereits nicht bekannt, absolut nicht. Ich kenne den Reuters-Fotografen im Gaza kenne ich persönlich und ich weiß, er macht... Wen meinst du jetzt? Es gibt ein paar. Ja, eben, der Chefreporter, der Mohammed, glaube ich, ist das, ja. Und der macht verdammt gute Arbeit, aber ich weiß auch von anderen und ich weiß es auch, ich habe die selber erlebt, die sind echt wie Geier, eine Verfolgungsfahrt quer durch Gaza City, nur damit man Fotos verkaufen kann, ist einfach... Wir waren 3 internationale Journalisten und, glaube ich, 15 lokale Journalisten, die einfach nur darauf aus waren, so schnell wie möglich diese Leichenfotos irgendwo hinzubringen. Und da ist wohl jede Agentur muss daran denken, wohl das zu beachten, oder bevor sie irgendjemanden, genau derselbe Fall ist mit dem 18-Jährigen in Syrien, den eben auch Reuters unter Vertrag gehabt hat mit... Das ist richtig. Genau. Mit 10 Euro pro Foto finde ich es einfach unverantwortlich, irgendjemanden dort anzustellen. Natürlich, er hat verdammt gute Fotos gemacht, keine Frage, aber... Ja, also ich sehe mich da jetzt nicht als Anwalt der Firma Reuters. Na sicher nicht. Aber. Wie die das vor Ort organisieren, also gerade in Gaza, da kann ich mir schon vorstellen, dass die ihre eigenen Netzwerke haben, um Fotos herzukriegen. Also das ist durchaus... normal also eigentlich. Ja. Im Falle des Syrers kann ich nicht beantworten. Da hat sich die Firma auch in der internen Kommunikation komplett bedeckt gegeben und ausgeschwiegen. Aber danke. Gerne. Also das ist sicher, was Sie ansprechen, betrifft Journalisten, Reporter, Fotografen. Das ist halt einfach auch der ökonomische Druck, der sicher stark zugenommen hat und sich sehr viele Freie auch irgendwie ihr Geld verdienen wollen und wissen, was geliefert werden muss. Das ist halt Medienökonomie leider. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es so wie hier so einen Raum gibt, dass man da auch ein bisschen drüber reden kann und reflektieren kann. Und damit würde ich es auch gerne abschließen und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie so lange auch ausgehalten haben. Und Sie können gerne im Anschluss noch weiter diskutieren und sich auch die Ausstellung noch ein bisschen anschauen. Und ja, vielen Dank.